Hallo, mein Name ist Hermann Gier, ich bin auch von SPL. Ich möchte euch heute den Madison vorstellen und das Madicon, das neue Interface, was wir auf der Musikmesse 2017 vorgestellt haben, zum ersten Mal. Bei dem Madicon handelt es sich um ein sehr schickes kleines Gerät, 10 x 10 cm groß, das es uns ermöglicht, über USB bis zu 64 Kanäle rein und raus zu schicken. In einfacher Samplerate, in höheren Samplraten, das ist dann entsprechend des MADI-Protokolls, kann man maximal 16 Kanäle mit 192 Kilohertz fahren. Verbunden wird das MADICON per USB mit dem Laptop oder mit dem Computer. Treiberseitig arbeitet es mit den Core-Audio-Treibern vom Mac zusammen, braucht also keine weitere Treiberinstallation. Beim PC, für den PC gibt es natürlich einen Treiber von uns dazu geliefert, ab Windows XP bis Windows 10, alles kann damit betrieben werden. Auf der anderen Seite wird das MADICON dann über MADI verbunden mit den MADI-Interfaces. Da haben wir unsere Madisons im Programm. Das sind 16-kanälige Interfaces, die als Besonderheit 16 analoge Ein- und Ausgänge besitzen. Also man kann maximal mit der Kombination mit vier Madisons 64 analoge Ein- und Ausgänge realisieren. Damit lässt sich dann eine komplette Studioverkabelung auch über mehrere Studios hinweg, Aufnahmeräume hinweg realisieren. Ganz kontrolliert wird das MADICON über eine Software. Das ist der MADICON Mixer. Den sehen wir hier vorne auf dem Bildschirm. Da wollen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen, was man hier alles regeln kann. Kurz vorab noch, im MADICON selbst arbeitet ein FPGA. Das ist ein Prozessor, der die geringsten Latenzen produziert. Es ist also quasi Hardware in einen Chip gegossen. Der kann auch nur diese eine Funktion ausüben. Es ist kein DSP, der rechnen muss, sondern der FPGA ist ein sogenanntes Programmable Gate Array. Und der es erlaubt, die Latenz extrem gering zu halten, sodass wir auch Monitormixe machen können, die dann auch mit einer Latenz von in etwa 4 Millisekunden operieren. So, dann wollen wir uns mal anschauen, wie der MADICON Mixer funktioniert und was wir da regeln können. Grundsätzlich ist es so, dass der MADICON Mixer 32 Kanäle liefert, mit denen ich einen Monitormix erstellen kann. Ich kann 7 unterschiedliche Monitormixe gleichzeitig machen. Das heißt, kann 6 Künstlern und mir selber im Tonstudio, im Abhörraum einen 7. Monitormix erstellen. Hier sieht man im oberen Bereich die einzelnen Mixer. Die 6 Mixer für meine Künstler und den Monitor-Mixer für mich selbst als Produzenten. Darunter sehe ich die 32 Kanäle. Und diese 32 Kanäle, die ich für einen Monitor-Mix benutze, die kann ich auswählen aus reinen Eingängen oder aus den DAW-Returns. Und dazu kann ich beispielsweise hingehen und kann mir einen neuen Mixer laden. Und dann bekomme ich ein Fenster angezeigt, indem ich eine Mixer-Konfiguration wähle. Und in dieser Mixer-Konfiguration kann ich sagen, alle meine Kanäle, die ich zum Monitoren haben möchte, sind reine Inputs oder Mischungen mit dem DAW-Play. 24 Inputs, 8 DAW-Play, 16, 16 oder 8 Inputs und 24 DAW-Play. Ich bleibe jetzt mal in unserem Beispiel bei 24 Inputs und 8 DAW-Play-Kanälen. Des Weiteren kann ich nun für meine Band eine Konfiguration, eine Channel Library erstellen. Das heißt, ich kann mir sozusagen alle Kanäle schon mal vorab belabeln. Das ist sehr, sehr praktisch, sodass ich auch, wenn ich ein Studio vermiete, sagen kann, hier, meine Studiostruktur hat die und die Kanäle, die sind schon aufs Schlagzeug geroutet, die sind schon im Gitarrenraum auf die Amps geroutet. Und diese Routing-Tabelle kann ich meinen Kunden geben und kann die hier reinladen. Das habe ich jetzt exemplarisch mal gemacht für eine Bandstruktur. Da sieht man hier am Eingang, hier habe ich Kick und Snare Top, Snare Bottom. Also hier vorne ist das ganze Schlagzeug schon verkabelt, draufgelegt. Dann kommen die Gitarren, Bässe, Gesang, Vocals. Und von meinen DAW-Play-Kanälen liegen zum Beispiel die Effektkanäle schon alle auf, die ich noch zumischen möchte.
So, des Weiteren kann ich natürlich auch Mixer laden. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel mit einer Band gearbeitet und diese Band lade ich mir jetzt hoch. So, dann habe ich automatisch alle Labelings schon für die Kanäle hier vorne zu sehen, eingetragen. Ich sehe aber auch hier oben bei den einzelnen Monitormixen, dass hier auch schon die Namen der drinstehen von meinen Künstlern, mit denen ich gerade arbeite. Und wie ihr seht, wenn ich hier reinklicke, in jeweils einen neuen Mixer stellt er sich automatisch ein. Ich sehe, mit wem ich hier gerade, welchen Mix ich hier gerade aktuell sehe. Damit ich den Mix auch hören kann, bei mir im Studio, gibt es hier eine Funktion, die zu Monitor heißt. Das heißt, dann wird hier oben der Button zu Monitor geschaltet. Jetzt sehe ich auch hier in meiner Monitoring-Sektion, dass der Fader orange geworden ist. Das heißt, dadurch weiß ich, ich höre gerade nicht meinen Mix, sondern den eines der Künstler. Sehen, und ich sehe unten, was ich für den Künstler eingestellt habe und kann das entsprechend wieder verändern. So. Was interessant hier bei dem Konzept ist, wir können ein sehr ausgiebiges Talkback realisieren über diesen Mixer. Das heißt, hier in der rechten Seite habe ich eine Talkback-Sektion. In der Talkback-Sektion kann ich mir einen Eingang wählen, den ich beispielsweise verkabelt habe mit einem Mikrofon und einem Mikrofonvorverstärker. Dann stecke ich da den Input 33 hier im Beispiel ein. So, und jetzt kann ich das, was ich jetzt sage, den einzelnen Künstlern direkt, indem ich die Talk-Taste betätige, hier, ja, sagen. Ich habe eine Möglichkeit, es als Touch zu machen, aber auch als Hold. Wenn ich es Hold mache, dann schalte ich das Talk ein und es bleibt an, bis ich es wieder ausschalte. So kann ich aber auch zu mehreren gleichzeitig reden. Talk to all bedeutet, ich kann zu allen auf einen Schlag reden. Ein wichtiger Aspekt bei der Arbeit mit 64 Ein- und Ausgangskanälen ist die Übersichtlichkeit. Da haben wir uns was Besonderes überlegt, um dass man auf einen Blick genau weiß, auf welchen Kanälen habe ich hier Audio-Traffic, wo habe ich ihn nicht. Dazu haben wir hier unten in der Fußleiste einen 64-kanaligen Eingangsbereich und Ausgangsbereich eingeführt. Hier habe ich jeweils 64 Ampeln, die mir sagen, ja, ich habe Signal, Signal ist minus 6 dB oder ich habe eine Übersteuerung. Wie ihr sehen könnt, sind hier im Eingangsbereich Kanäle auch blau gezeichnet. Und das bedeutet, blau ist immer so die Farbe unserer Eingänge, dass diese Kanäle in dem aktuellen Mixer, den ich gerade habe, auch benutzt werden. Das heißt, ich sehe auf einen Blick, ach, von 27 bis 30, die vier Kanäle nutze ich gerade bei diesem Monitormixer. Schalte ich auf einen anderen Monitormixer um, dann seht ihr hier unten, dass jetzt die Kanäle 1 bis 24 hier in diesem Mixer verwendet werden, denn die sind alle rot geworden. Wenn ich vorhören möchte, welchen Kanal ich einem Mixer zuweisen will, aber ich weiß nicht mehr genau, weil welches Signal kommt denn gerade auf diesem Mixer an, dann muss ich einfach nur auf die Ampel drücken. Und in dem Augenblick wird diese Ampel gelb. Gelb ist die Farbe Solobetrieb. Und jetzt höre ich im Solo dieses eine Signal und kann mir sagen, ah nee, das wollte ich gar nicht haben, ich wollte das auf einem anderen Kanal haben. Somit kann ich sehr schnell in jeden einzelnen Kanal hineinhören und mich dann entscheiden, ob ich den für meinen Monitormixer verwenden möchte. Ausgangsseitig seht ihr hier unten, dass ich zum Beispiel hier in Kanal 1 und 2, da steht Monitor und Kanal 3 und 4 steht Mix 1. Und das entspricht genau der Einstellung, die ich hier oben habe im Monitoring-Bereich. Denn den Monitor habe ich im Ausgang auf 1, 2 geroutet. Würde ich den zum Beispiel wegrouten, ich sag mal auf 27 und 28, dann seht ihr jetzt hier unten, dass das Monitor hier unten auf 27, 28 gesprungen ist. Und ich sehe sofort, okay, mein Monitoring habe ich da rausgeschickt. Die anderen Artist-Mixe liegen jetzt hier bei 33, 34. Ja, könnt ihr selber sehen. Genauso verhält es sich mit den Door-Return-Kanälen. Wenn ich davon welche verwende, dann werden die hier unten in grün dargestellt. Wie zum Beispiel hier Out 1-2 ist hier vorne der Mix links und rechts, den ich bei mir im Monitoring gerade höre, meine Vormischung. So, natürlich kann ich alles abspeichern. Dazu habe ich 8 Presets. Klicke ich einfach hier vorne drauf, wähle mir ein Preset aus und das aktuelle Preset wird orange. Ich habe die Möglichkeit, sehr viele, also Gruppen zu bilden. Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte gerne die ersten 5 Kanäle als Gruppe haben. Dann wähle ich mit der Shift-Taste einfach die 5 an und schon habe ich die als Gruppe angelegt.
drücke ich die Alt-Taste, kann ich jeweils einen einzelnen in der Gruppe verändern, die dann aber nachher wieder relativ zueinander gemeinsam geregelt werden können. Ich kann genauso gut mit der Command-Taste noch weitere hinzufügen zu der Gruppe. Wenn ich eine neue Gruppe aufmachen will, klicke ich einfach weiter, halte die Shift-Taste, beispielsweise so, und habe mir jetzt noch eine weitere Gruppe mit Vieren geschaffen. Die Farben werden automatisch vergeben, bis zu, ich weiß es gar nicht, 16, 18 Farben haben wir da drin. So viele Gruppen kann man also anlegen. Des Weiteren haben wir die Möglichkeit, Kanäle sofort in einen Stereokanal zu überführen. Das heißt, ich habe hier vorne eine kleine Kette, die zwischen zwei Kanälen liegt. Ich drücke auf dieses Kettensymbol und automatisch springt mein Panorama von der Mitte nach ganz links, ganz rechts. Und die beiden sind verbunden. In dem Fall hatte ich ja eben noch die Gruppe, also kommt die ganze blaue Gruppe hier auch mit. Indem ich die Alt-Taste drücke, kann ich die einzelne Gruppe wieder auflösen und Kanäle aus der Gruppe entfernen. Der Stereo-Link ist jeweils immer der Gruppe übergeordnet. Gehen wir mal kurz auf die einzelnen Mixer ein. Im Monitoring-Mixer habe ich die Möglichkeit, Mono zu schalten, Phase zu schalten, die Links-Solo, Rechts-Solo zu hören oder auch einen Dim anzuwählen. Also für den Fall, dass ich spreche, möchte ich natürlich, dass meine Studio-Lautsprecher gedimmt werden, um Feedback zu vermeiden. Wie viel ich dimmen kann, das kann ich jeweils hier vorne auswählen. Also ich kann es Unity Gain lassen, also 0 dB wählen oder minus 6, minus 10, minus 15, minus 20, fünf verschiedene Werte als Dim angeben. Das gilt auch für die jeweiligen Mixerkanäle, die ich zu den Artists rausschicke. Manche wollen eigentlich das Originalsignal, das Musiksignal gedimmt haben, wenn man mit ihnen spricht. Andere finden das überhaupt nicht gut. Also haben wir auch hier die Möglichkeit, wenn ich spreche, für jeden einzustellen, individuell, wie weit ich denn, ob ich überhaupt einen Dim haben will und wie stark dieser Dim sein soll, während ich mit ihm rede. Dann haben wir eine Möglichkeit, die ist ganz handy, wenn man einen Monitormix angefangen hat und ich sage, oh, ich mache jetzt einen Monitormix und den brauche ich auch für andere. Dann kann ich einfach sagen, ich habe hier zum Beispiel den Mix 1 erstellt, das ist ein Schlagzeugmix. Angenommen, ich habe jetzt noch einen Perkussionisten und den möchte ich gerne in den gleichen Mix geben oder einen leicht abgewandelten. Dann klicke ich hier vorne auf Copy to und jetzt bekomme ich alle 6 Mixer zur Auswahl. Der erste hier ist in Klammern, das heißt, das ist der, von dem ich kopiere. Da kann ich nicht wieder hinkopieren. Aber ich nehme jetzt beispielsweise den letzten, den wähle ich aus, jetzt springt das rüber und der Mix Nummer 6 besitzt jetzt genau die gleiche Einstellung, die ich vorher schon auf Mix 1 hatte. Hier kann ich jetzt entsprechend die Änderungen vornehmen, die ich machen möchte und kann hier vorne im Mix 6 sagen, jetzt mein neuer Perkussionist und der heißt für heute mal Karl. So, Karl. Ich kann ja also auch die Namen editieren der einzelnen Leute. Das hilft dann auch, um sich später bei wechselnden Bands immer mal wieder gut schnell zurechtzufinden, wem habe ich denn da was geschickt. Dann haben wir noch ein Feature hier drin, wo ich die Stereo-Mono einstellen kann für jeden einzelnen Kopfhörermix. Also ich kann sagen, er bekommt ein Stereo-Signal, er bekommt auf beiden Seiten ein Mono-Signal oder er bekommt nur ein Links-Mono, Rechts-Mono-Signal, was immer dann ganz nützlich ist, wenn Sänger sich nur eine Muschel des Kopfhörers an ein Ohr halten. Eine Sache haben wir uns beim American Mixer überlegt, die neu ist als Funktion, die wir auch vordenken, die sehr, sehr sinnvoll ist. Und das bedeutet, dass wir nicht einfach nur sagen, wir machen hier einen Mixer, sondern wir spendieren dem System auch eine Aufnahmefunktion. Das kann sehr, sehr nützlich sein, wenn wir Proben mitschneiden, wenn wir Auftritte mitschneiden. Da will man nicht unbedingt auch eine Workstation mitnehmen, die man auch noch einrichten muss, um das zu machen. Man möchte einfach nur schnell irgendetwas aufnehmen und das funktioniert mit diesem Mixer wunderbar. Ist also auch nur ein reines Aufnahmegerät. Dazu gibt es hier unten in der Ecke den Recording-Button. Wenn ich den einschalte, dann bekomme ich eine Frage nach dem Aufnahmepfad. Dann kann ich der Session einen Namen geben. Dieser Name ist jetzt sehr sinnlos, der hier drin steht. Könnte jetzt auf OK drücken. Ich möchte aber die Funktion noch kurz erklären. Arm Inputs Automatically. Das bedeutet, ich mache es einfach mal an, wenn ein Signal anliegt, dann werden alle Signale schon automatisch scharf geschaltet, wo eine Signal-LED angeht. Ich kann die dann händisch ein- und ausschalten, aber danach ist die Automatik auch nicht mehr aktiv. Aber solange
können alle weiter spielen und üben und automatisch schalten sich alle Spuren scharf. Das hilft schon mal bei 64 Kanälen, brauche ich nämlich maximal nicht 64 Mal zu klicken. Natürlich kann ich die von Hand klicken, dann sieht man ja vorne, dann werden jetzt die Kästchen, die sich um die Eingangszahlen gegeben haben, die werden rot. Das sind jetzt die, die definitiv armiert sind zum Aufnehmen. Dann würde ich auf Play drücken und die Aufnahme wird gestartet. Hier unten gibt es noch ein Fenster, das ist jetzt im Augenblick nicht angeschlossen, aber darin würde stehen, wie viele Minuten ich aufnehmen kann. So, dahinter verbirgt sich eine sehr intelligente File-Struktur. Natürlich wollen wir nachher auch immer das Gleiche in den Ordnern drin haben. Wir wollen den Take nehmen, wir wollen eine neue Session machen, ohne dass ich ständig wieder einen neuen Pfad anlegen muss oder alles neu benennen muss. Das Benennen macht das System automatisch. Will sagen, wenn ich eine Aufnahme gestartet habe, wie gerade eben, jetzt hat sich der erste verspielt, das mache ich ständig, wenn ich spiele, dann brauche ich einfach nur auf die Play-Taste auf Stopp zu drücken. Jetzt bleibt die Recording-Session erhalten. Jetzt kann ich also sagen, Leute, kommt, konzentriert euch, fangen wir von vorne an. Aufnahme läuft. Jetzt wird auf den Foldern einfach ein zweiter Take-Folder angelegt und alle Tracks sind schon beschriftet mit den Kanalnamen, die ich auch vergeben habe. Und dahinter steht dann Take 1, Session 1, Take 2, Session 1, Take 3, Session 1. Nach jedem Take gibt es einen neuen Take-Folder. Die Take-Namen sind eingesetzt. Alle Spuren werden immer aufgezeichnet, die scharf geschaltet sind. Also sollte man auch immer dafür sorgen, dass man zwischen den Takes nicht die Spuren ein- und ausschaltet, weil man sonst beim Importieren der Daten natürlich eine Inkonsistenz der Kanalzahl besitzt. Wenn ich das auf Recording wieder drücke und diesen Modus aufhebe, dann wird die Session geschlossen. Und das nächste Mal drücke ich wieder Recording, bekomme einen neuen Pfadnamen und lege einen neuen Session-Namen an. Damit kann ich dann also verschiedenste Sessions, die bleiben in einer Folderstruktur erhalten. Darunter stehen alle Takes in einzelnen Foldern und ich kann mir nachher diese als kompletten Block importieren in eine Workstation, um damit weiterzuarbeiten. So, ich denke, das wäre erstmal ein guter Überblick über den Mixer, der mit dem Madicon ausgeliefert wird. Und ich wünsche euch viel Spaß damit. Tschüss.